im Rahmen seiner Relativitätstheorie. Zwei Forscher, Albert Michelson und Edward Morley, stellten 1887 fest, dass sich Licht immer mit derselben Geschwindigkeit bewegt. Immer. Allerdings widersprach diese Feststellung der damals bestehenden Vorstellung, dass der gesamte Raum, das gesamte Universum von einem Äther erfüllt sei, auf dem sich das Licht wellenförmig, weil Wellen, wir kennen das, Stein in den Tümpel, Wellen, braucht einen Stoff, über den sie sich transportieren kann. Allerdings würde das dazu führen, dass je nachdem, welchen Standpunkt die Erde zur Sonne hat, das Licht unterschiedlich stark gebremst wird. Einstein hingegen hat 1905 in seiner speziellen Relativitätstheorie postuliert, dass dies für Elemente gilt, die eine Masse besitzen, nicht aber für Licht. Er hat in der Herleitung die Notwendigkeit erkannt, dass nicht Zeit und Raum Konstanten sind, wie man bis dahin dachte. Er hat also wieder mal bestehende Denkmuster überwunden und neue ermöglicht. Auf der Grundlage, dass Licht eine endliche Geschwindigkeit besitzt, verändert sich die Zeit, die Objekte zurücklegen, je nach dem Bezugssystem, in dem sie stehen. Ich möchte ein Beispiel geben. Hat mich als Kind schon fasziniert, damals im Heimat- und Sachkundeunterricht bei Herrn Wagatha. In der vierten Klasse, das weiß ich noch, das fand ich ganz spannend, das dann immer beobachtet. Und deswegen, das können Sie heute Abend auch, wenn Sie heimgehen, mal gucken, obwohl, nee, bei dem Wetter wird es schwierig. Deswegen stellen wir es uns vor. Ein Fahrrad hat ja so Reflektoren an den Speichen. Wenn Sie jetzt neben einem fahrenden Fahrrad herfahren, nachts, das wird irgendwie beleuchtet, dann sehen Sie, dass ein Kreis, den diese Reflektoren bilden. Wenn Sie aber an der Straßenecke stehen und ein Fahrrad fährt an Ihnen vorbei, wird angestrahlt, dann sehen Sie das, diese elliptischen, besser konnte ich sie zeichnen, diese elliptischen Muster, die Sie hier sehen. Warum dieses Beispiel? Es lässt sich ganz gut übertragen. Stellen Sie sich jetzt mal vor, wir würden einen Lichtstrahl von Erde zum Mond schicken. Ein Laserstrahl. Ist auch schon gemacht worden. Einer der Aufträge der Mondmissionen war damals, auf dem Mond Reflektoren anzubringen, die genau das machen sollten, nämlich dafür sorgen, dass wenn man einen Laserstrahl abschießt, der reflektiert wird. Und da man ja weiß, Licht ist konstant in seiner Geschwindigkeit, konnte man damit die Entfernung vom Mond zur Erde bestimmen. Das Licht braucht ungefähr 2,6 Sekunden hin und zurück. So. Wenn Sie jetzt sich das Ganze von außen anschauen würden, wenn Sie vor sich sitzen in einem Raumschiff, schauen da vor sich Erde und Mond und es wird ein Laserstrahl, irgendwie ist so ein Shownebel, das können Sie dann sehen, dann sehen Sie das, so ein Lichtstrahl, rauf und runter. Jetzt stellen Sie sich aber vor, Sie fliegen mit diesem Raumschiff sehr schnell, sagen wir mal, es ginge in Richtung Lichtgeschwindigkeit, sehr schnell und fliegen dran vorbei, während dieser Lichtstrahl, dann sehen Sie nicht das, sondern dann sehen Sie das. Und da, so viel geometrische Kenntnis haben Sie alle noch, die Strecke ist deutlich länger als diese Strecke. Das heißt, da aber die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, vergeht, wenn Sie da mit sehr schneller Geschwindigkeit im Raumschiff sitzen, mehr Zeit, bis das Licht von der Erde zum Mond zurückgespiegelt worden ist. Oder anders ausgedrückt, an Bord vergeht die Zeit langsam. Man spricht hier von Zeitdehnung. Ist inzwischen auch experimentell nachweisbar gewesen. Das gilt für Licht, das gilt auch für uns Menschen. Am bekanntesten dürfte daher von Einstein diese berühmte Formel sein, wo er also beschrieben hat, dass die Energie eines bewegten Körpers abhängig ist von zwei Faktoren, nämlich von seiner Masse und von seiner Lichtgeschwindigkeit, Quadrat. Weswegen es auch leider so ist, dass wir uns nie mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen können werden, weil dazu bräuchte es mehr Energie, als verfügbar ist. Licht kann das, weil Licht hat keine Masse.
Übertrag auf mein Thema. Es ist also entscheidend, welches Bezugssystem wir nutzen, im Raumschiff oder auf der Erde, um ein Objekt zu bewerten. Und die einzige Konstante ist dabei die Lichtgeschwindigkeit. Im Kontext der Beratung bedeutet es zweierlei. Zum einen, und als wirtschaftspsychologischer, systemischer Berater habe ich selten mit Licht als Klienten zu tun. Es gibt keine Konstante. Nichts, was sich nicht verändert werden lässt in einem zu beratenden System. Und gerade als Beraterin und als Berater sollte man daher seine eigenen Unveränderlichkeiten reflektieren. Die Bayern sind da sehr stark drin. Dieses Hommerschuss immer so gemacht. Ganz bedeutsam in diesem schönen Russland. Und aus dem Grund darf man sich vor allem auch nicht von den Spielregeln des Klientensystems einfangen lassen als Berater und als Berater. Das versuchen die allerdings ganz oft. Das ist dann so der klassische Kampf. Ne? Gehe ich mit, spiele ich nach neuen Regeln, verändere ich die Regeln. Man scheitert ab und an bleibt man standhaft. Als zweites, Bezugssysteme. Wir sind immer an ein Bezugssystem gebunden. Das ist zwingend notwendig bei unserer Existenz. Es gibt keine Möglichkeit, sich von einem Bezugssystem unabhängig zu machen. Wir sehen die Welt immer aus unserer Perspektive heraus. Sie sehen den Vortrag ein bisschen anders als Ihre Nachbarin, obwohl sie nur 50 Zentimeter voneinander entfernt. Außerdem bringt auch noch jeder seine eigenen Normen, Werte, Erinnerungen, Erfahrungen mit, die wiederum das eigene Erleben und Verhalten bestimmen. Also mein Vater, das jetzt vielleicht nicht so gerne hört. Das heißt, Justitia ist nicht blind. Tut mir leid, Vati. Wir sind subjektive Wesen. Und handeln daher mit all unseren Vorurteilen und Erfahrungen. Und das ist auch gut so. Die Funktionalität von Vorurteilen ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen in meiner Forschung. Aber deswegen sind Sie ja hier, Studenten kennen das. In der Beratung gibt es dafür aber trotzdem einen spannenden Ausweg. Weil man könnte halt sagen, naja, was bringt das schon, wenn der Berater kommt, subjektiv, Vorurteile. Und hierzu hat das Therapeutenteam um Mara Selvini-Palazzoli, die in Mailand in den 60er, 70er Jahren ganz bedeutsame Arbeit für die systemische Beratung geleistet haben, ein sensationelles Instrument, will ich es kaum nennen, eher Haltung entwickelt, das Prinzip der Allparteilichkeit. Ich erkläre es jetzt. Wenn wir also wissen, wir sind parteiisch, das gehört zum Menschsein dazu, das ist ganz wichtig. Wenn wir nicht parteiisch werden, dann müssen, ach Gott, dann werden Sie heute alle nicht hier, weil dann müssen Sie sich noch mit irgendwelchen Gedanken, welches, ob Sie jetzt Kaffee oder Tee trinken oder ob Sie jetzt einen Teller oder Marmelade oder frühstücken, ach, Sie wollen ja alle gleich behandeln, dann wären Sie noch lange hier. Wir sind parteiisch. Wie kann ich das jetzt lösen in einem Beratungsprozess? Und der Weg führt hier nicht dazu zu sagen, nein, ich als Berater muss unparteiisch werden. Quatsch, dann wäre ich nicht mehr menschlich und das wäre nicht zielführend. Sondern ich muss mich meiner Parteilichkeit bewusst sein. Und als nächstes diese Parteilichkeit fair verteilen. Stellen Sie sich Folgendes vor: Ein Berater, drei Klienten, egal ob jetzt Familie oder Team oder was auch immer. Allparteilichkeit würde bedeuten, in einer Beratungssitzung, sagen wir, die dauert eine Stunde. Deshalb, nehmen wir mal Beispiel Familie, das lässt sich leichter ergreifen, Mama, Papa, Kind. Dann hieß Allparteilichkeit, dass er seine Parteilichkeit, sein Parteiischsein fair verteilt. Er muss also, oder sie, eine Viertelstunde auf Seite von Papa, eine Viertelstunde auf der Seite von Mama, eine Viertelstunde auf der Seite von dem Kind und eine Viertelstunde auf seiner eigenen Seite sein. Fair verteilen. Das ist der Weg, Allparteilichkeit. Klingt erstmal leicht, aber es gibt wirklich viele Situationen, wo man da sitzt als Berater und sagt, oh, er hat so recht. Oder, oh Mann, sie hat so recht.
Hier hilft es, sich daran zu erinnern, war ich schon ausreichend auf der Seite des Gegenübers und habe die Welt aus ihrer, aus seiner Perspektive betrachtet. Denn, wie Sie inzwischen wissen, beide haben recht. Die spezielle Relativitätstheorie bringt uns also auf die Bedeutsamkeit der Bezugssysteme. 1916 veröffentlichte Albert Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie. Dabei nahm er vor allem das Konstrukt der Gravitation in den Fokus, die Schwerkraft. Allerdings verstand er die Schwerkraft nicht im newtonschen Sinne, dass diese Kraft Objekte von ihren geraden Bahnen abbringt, sondern Einstein beschreibt, dass große Massen, wie beispielsweise Planeten, die Raumzeit verzerrt und Krümmungen hervorgerufen werden können. Dadurch folgen Objekte nur in Bezug auf ihr Bezugssystem einer geraden Linie, bezogen auf einen gekrümmten Raum. An einem Beispiel mache ich mir das selbst und bleibe Ihnen ein wenig verständlich. Stellen Sie sich vor, Sie wollen von einem Ort zu einem anderen fliegen, zum Beispiel München-Sierre. Ich weiß zwar nicht, ob es da einen Direktflug gibt, aber die liegen auf vergleichbarer geografischer Breite, deswegen habe ich die jetzt mal ausgesucht. Bezogen auf das dreidimensionale System unserer Erdkugel fliegt man direkt. In einem zweidimensionalen Raum, wenn wir also, wir kennen das von Landkarten, Weltkarten, das auffaltet den Globus, würde das wenig Sinn machen, weil da würde diese Linie, die vorher noch eine gerade Verbindung war, auf einmal eine Krümmung sein. Wäre also Unsinn im zweidimensionalen System, wäre ein Umweg, den man da fliegen würde. Für genaue Fragen übrigens, mein Freund Holger Brust da hinten, ist Pilot bei Lufthansa, der erklärt Ihnen das sicher nochmal genau, wie das jetzt ist mit den Flugrouten und den Geodäten und ob das überhaupt möglich ist. Pause nachher, dann wenden Sie sich an ihn. Was könnte das jetzt also wiederum für soziale Systeme und für die Beratung eines sozialen Systems bedeuten? Marit Fischer-Inke, Diplompsychologin und Coach, hat einen wunderschönen Satz geschrieben. Viele Wege führen nach Rom und am Ende muss man gar nicht nach Rom. Lösungsorientierte Beratung haben wir hier wieder. Was also für den einen, beispielsweise den Berater oder die Beraterin, ein schneller, kurzer, direkter Weg vom Problem zur Lösung ist, kann für einen anderen, beispielsweise den Klienten oder das Unternehmen, das man berät, ein mühsamer, langer Weg sein und umgekehrt. Auch wenn in sozialen Systemen kaum ausreichend Masse zusammenkommen dürfte, um die Raumzeit zu krümmen, so kann es durchaus sein, dass nicht unbedingt der am geradlinigst erscheinende Weg der hilfreiche ist. Geschweige denn, dass dieser Ort am Ende des Beratungsprozesses auch tatsächlich der ist, wo man am Anfang des Prozesses noch hin wollte. Wir sehen also Bezugssysteme, Konstanten, subjektive Perspektiven, die wir durch Allparteilichkeit lösen und nicht zuletzt individuelle Lösungen sind bedeutsame Aspekte von Beratung. Jetzt waren wir zweimal der großen